Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren. Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Jetzt hast du doch angefangen, ich habe noch nicht meine Hose an. Moment. Lass doch aus, da kannst du, wenn es langweilig ist, kannst du ein bisschen an dir rumspielen. Oder das Töpfchen in die Nähe stellen, falls es eilig ist. Töpfchen in die Nähe ist ganz gut. Hallo. Ah. So, haben wir das Niveau gleich mal wieder entsprechend angepasst. Ich habe diese Woche nur einen Film geguckt, aber der hat mich eigentlich die ganze Woche gedanklich noch beschäftigt. Und zwar hatte ich in der Sneak Preview den Film Und morgen die ganze Welt. Wahrscheinlich eher nicht Morgen die ganze Welt, weil morgen ist kein Kino mehr, sondern ist ja jetzt erstmal eine kleine Pause mit Kino mal wieder. Leider, weil sich etliche Idioten nicht dran gehalten haben und jetzt dafür gesorgt haben, dass nochmal eine zweite Welle kommt. Ja, die Kinos müssen dann wieder leiden und die Gaststätten, aber gut. Also ich war nochmal der Sneak Preview am vergangenen Montag und dort hatte ich den Film Und morgen die ganze Welt, der ja auch getippt worden war. Und von mir, by the way, gell? Von dir, sehr gut, ne? Also war ja mehr oder weniger ein Spontantipp, oder? Ja. Yeah. Aber ein gut recherchierter Spontantipp. Ja, aber hat ja ziemlich gut gepasst, fand ich. Also das, ja. Deswegen hatte ich ja dann, glaube ich, auch gesagt, ne, also das, da fällt mir gar nichts anderes ein, weil es passt so gut. Und ich hatte mir den Trailer dann angeschaut gehabt, habe ich gedacht, so, naja, das sieht jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig berauschend aus, der Film. Und als dann der Film anfing und es sich so abzeichnete, dass es dieser Film ist, habe ich gedacht, ach, naja, mal gucken. Es geht darum, dass eine junge Frau, die studiert Jura, die Marie. Luisa heißt sie. Die studiert Jura in Mannheim und sie lernt, oder sie hat in dem Studium, trifft sie ihre beste Freundin wieder aus Kindertagen. Und die beste Freundin lebt in so einer großen WG, also fast schon eher so als Kommune zu bezeichnen. Und diese Kommune in Mannheim, die haben, ich weiß nicht, ob die da so ein Haus besetzt haben oder irgend sowas. Also die haben da so eine Gegend wirklich wieder gestaltet. Da ist halt eine Bar drin und sonst was alles. Da kann man hingehen, da finden Partys statt, wo Leute kommen können, die auch nicht da wohnen und so weiter in dem Hof und haben das alles begrünt und so. Und die beiden oder sie, ihre beste Freundin überredet sie dann, aber sie braucht eigentlich nicht viel überreden, sie schlägt ihr das halt vor, dass sie doch mal damit hinkommt und sie haben wohl vor, dieses ganze Projekt, was sie da gemacht haben mit der Kommune irgendwie staatlich zu legitimieren, dass sie quasi dort die Erlaubnis bekommen, das weiter zu betreiben, dass das irgendwie einen offiziellen Charakter bekommt und weil sie auch Jura studiert, ja, kommt da eigentlich eins zum anderen. Sie kommt dann damit hin und da gibt es dann erstmal so ein Aufnahmeritual, kann man es nicht nennen, sondern sie stellt sich da halt vor und da müssen halt die Leute, die in dieser Wohngemeinschaft wohnen, müssen da halt irgendwie sagen, ob sie das okay finden, dass sie jetzt da auch mitwohnt und oder mit da aktiv wird. Und in dieser größeren Wohngemeinschaft, Kommune, gibt es halt manche, die bei irgendwelchen Demonstrationen das eher den Ball flach halten wollen, eher ja, friedlich demonstrieren wollen. Deswegen war ja auch der Tipp irgendwie friedlich, ne? Und das kommt auch im Trailer, dass der Fokus eher darauf liegt, da friedlich zu demonstrieren. Und es gibt halt manche, die sagen dann auch, nee, wir müssen quasi mit den gleichen Mitteln zurückschlagen wie die Gegenseite, also quasi die Nazis, die lassen ja auch Gewalt sprechen und demonstrieren ja auch nicht friedlich, sondern wir müssen eigentlich genauso gegenhalten und da gibt es halt in dieser Kommune dann auch immer mal wieder Diskussionen darüber, ob das so okay ist und die Luisa, die wird halt dann auch mal mitgenommen zu solchen Aktionen und sie ist natürlich völlig unbeleckt in solchen Sachen und wenn man
ja, wenn man noch nie so eine Konfrontation gehabt hat und dann plötzlich in so eine Sache reingerät, das sorgt schon ganz schön für einen Adrenalinschub, wenn man dann vielleicht, sie wird dann auch noch verletzt bei dem ersten Einsatz und so weiter. Und so rutscht sie halt mehr oder weniger da rein, dass sie auch immer mehr Gewalt für ein legitimes Mittel hält. Und der Trailer macht ja auch am Anfang gleich mit der Aussage auf aus dem Grundgesetz, dass wenn es in unserem Staat Kräfte gibt, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wollen, dass es die Aufgabe jedes einzelnen Bürgers ist, dagegen vorzugehen. Und genau das machen die halt auch in dem Film. Das heißt, diese ganzen Nazi-Spacken und AfDler, die die Leute aufwiegeln und irgendwelche Flüchtlingsheime anzünden und so weiter, die wollen halt nichts anderes als die freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie ja, weghaben. Natürlich unter dem Deckmantel einer demokratischen Partei, auch einer demokratisch gewählten Partei, aber hinter diesem Mantel verbirgt sich halt was ganz anderes. Hinter ist halt ein Wolf im Schafspelz. Und die in dem Film, die haben das halt schon durchschaut und sagen halt auch, sie berufen sich auf ihr demokratisches Grundrecht, dagegen vorzugehen. Und das zeigt dieser Film, wie dagegen oder was sie da für Aktionen planen und wie sie dann immer weiter reinrutscht, wie sie dann auch mit irgendwelchen ehemaligen ja, es gab ja dann hier Studentenrevolten in der BRD hier, was war das, 50er, 60er Jahre oder so, ne? Da treffen sie dann auch noch ein paar alte Weggefährten, die damals schon auf der Straße gekämpft haben gegen das Establishment und so. Und was alles irgendwie ziemlich tröge und trocken klingt und der Trailer hat eigentlich auch nicht so viel Lust gemacht, so den Film jetzt zu sehen, ist eigentlich sehr spannend erzählt und auch wahnsinnig gut gespielt. Also bis hin zu diesen ganzen Nebencharakteren, die mit drin sind. Also gerade die ganzen Aktionen, wenn die dann irgendwo machen, irgendwelche Leute überwachen und irgendwelchen Nazis sehr, sehr auf die Schliche kommen und die dann irgendwie hochnehmen oder wirklich dann auch so überfallartige, schwarzer Block-mäßig irgendwelche Überfallaktionen machen gegen irgendwelche Nazi-Demos und so. Das ist schon extrem intensiv gezeigt hier in dem Film und das nimmt einen voll und ganz mit. Also in der Sneak war auch eine ziemlich interessante Stimmung irgendwie am Anfang, als es losging, alle so, oh, und dann irgendwie gefühlt waren alle so mit dabei. Also es war ja bei weitem nicht voll besetzt, der Film. Wegen den Corona-Abständen. Aber ich glaube, der ist ganz gut angekommen, der Film. Ist natürlich, wer jetzt mit der Grundprämisse nichts anfangen kann, dass die Nazis doof sind und dass die weg müssen, der wird natürlich dann auch nur einen Punkt geben, wie es hier jemand getan hat. Aber, das finde ich jetzt auch ein bisschen heftig, Erik. Also, ich fand einfach nur den Film scheiße. Also kann ja auch sein. Ey, komm, das zeigt sich schon sehr deutlich hier. Das, ja, aber na gut. Nee, der Film war gut gemacht. Also gab's echt nichts. Also das lasse ich nicht gelten, dass irgendjemand sagt, der Film wäre schlecht gewesen. Kann höchstens sein, dass jemand diesen Film mit dem persönlich nichts anfangen kann, okay. Aber der Film an sich ist gut und der soll ja auch eingereicht werden für den Auslands-Oscar. Das sagt ja auch schon eine ganze Menge. Und der klingt tatsächlich besser, als der Trailer wirkte. Also ist auch vom MFG Baden-Württemberg kofinanziert. Das ist auch schon mal ganz gut. Und die junge Frau, die den Film gedreht hat, die Julia von Heinz, die ist jetzt gerade richtig am Durchstarten, deswegen wegen diesem Film auch. Also das ist jetzt gerade richtig Fokus auf sie gerichtet. Und ist natürlich jetzt schade, dass der Film, der sollte ja eigentlich im November im Kino laufen. Ist natürlich schade, dass das jetzt nicht passieren wird. Aber denke ich mal, wird dann im Dezember hoffentlich, wenn die Kinos dann wieder aufmachen, wenn alles klar geht, wenn sich alle schön dran halten, dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch den Film mal geben. Wie gesagt, wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit eingereicht werden für den Auslands-Oscar. Das heißt, auch alle, die sich so für das Thema Oscar interessieren, sollten den Film sowieso mal schauen, weil dann im Februar oder wann wird er dann wahrscheinlich nicht mehr laufen. Und ich fand ihn echt gut. Also von mir kriegt er sogar 9 Punkte. Ich hatte ja voll und ganz mitgenommen, hat mich noch lange beschäftigt in dem Film. Ist ein super Soundtrack, der von der Band Neon Schwarz. Die musste ich vorher ein bisschen recherchieren, hör vor der Sendung, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist.
Und die haben quasi den ganzen Soundtrack für den Film gemacht. Die treten auch im Film mal auf so einer Party. Und die spielen teilweise viele Sachen wieder, quasi machen neue Versionen von Liedern, die ich kenne, zum Beispiel von Tonsteine Scherben, Rio Reiser und so, ne? Und von anderen ja, Bands aus dieser Richtung und so, fand ich echt gut. Deswegen habe ich dann nachher auch einen Tipp in unsere Spotify-Playlist aus diesem Film darüber. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, den ich mir nochmal angucken werde. Werde ich mir bestimmt irgendwie auf Disc dann holen. Jo. Da wir ja jetzt morgen, achso, wie, Chris, hat es dich jetzt irgendwie gereizt, der Film, oder ist so ein Thema nichts für dich? Ja. Oder? Ja. Hm. Nee, du weißt, das Thema ist auch nichts für mich, deswegen gebe ich ihm nur einen Punkt. Um deiner Argumentation zu folgen. Nein, klingt schon interessant, aber klingt auch ein bisschen anstrengend, glaube ich. Weiß auch nicht. So anstrengend war es nicht, ja. Aber war halt gut erzählt. Ich sag, es klingt, ich weiß es nicht. Es klingt jetzt erstmal. War so, hatte mich teilweise so ein bisschen, also jetzt vielleicht ein bisschen ein sehr hoher Vergleich, aber so von der Art her, von der Organisation her, die dann da aufgebaut wird, von den Aktionen, die gefahren werden, so ein bisschen an Fight Club erinnert. Wobei dann hier dieser doppelte Boden, den Fight Club hat, ist natürlich hier nicht dabei. Aber die machen dann halt auch so diverse Aktionen und man ist sehr nah dran an der Hauptfigur und ja, fand ich echt gut. Man spricht nicht über den Fight Club. Ja, ich habe auch nichts weiter gesagt dazu. da ja nun morgen keine Sneak Preview stattfinden kann, was machen wir denn da? Erstmal hätten wir ja den Tipp noch gehabt. Ja, der findet ja nun nicht statt. Ja, wie es der Vorbesitzer hinterlassen hat, wäre der Tipp für die Sneak 1065. Und ich hatte dann dieser Woche auch noch kurz Kontakt zu den Innenstadtkinos in Stuttgart. Einfach auch, weil die auch ziemlich frustriert sind, wie, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen frustriert ist, was da jetzt also auf uns zukommt. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was in Frankreich, in Paris oder so abgeht, sind wir ja richtig gut noch dran, muss man auch mal sagen. Aber trotzdem, also es ist schon ein bisschen nervig, es ist schade einfach. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns doch zurück zur Heimsneak dann gehen im November. Das heißt, wir werden dann immer montags in der Metropolsneak-Gruppe den neuen Film für diese Woche vorschlagen, über den man dann abstimmen kann. Also wir haben das ja dieses Jahr leider schon mal machen müssen. Und exklusiv, bevor es montags kommt, kommt es natürlich sonntags schon hier im Kinocast, welchen Film wir ausgewählt haben für die Heimsneak in der nächsten Woche. Kann man dann also hier. Natürlich, es ist auch überhaupt kein Geld geflossen oder so. Okay. Okay. Ja. Danke, Mutti. Und wir haben uns für den Film entschieden, einen Film entschieden, den es bei Kino on Demand gibt. Also das ist die Plattform, wo man einen Film, wo man Filme schauen kann, ausleihen kann, kaufen kann und damit direkt sogar die Kinos unterstützt. Die haben jetzt sogar noch eine neue Aktion irgendwie mit, wenn du 5 auf einmal kaufst oder so, dann gibt es nochmal irgendwie was anderes. Also sehr, sehr cool. Coole Aktion, einfach kino-on-demand.com, da kommt man da drauf. Und wir haben uns von dort eben auf den Film geeinigt im Vorfeld. Bon Voyage, ein Franzose in Korea. Ist also für jeden was dabei. Ihr mögt Korea sehr, ich mag Frankreich sehr. Und das kann eigentlich ist ein guter Start, würde ich mal sagen. Da sind wir gespannt, ja. Also es klingt aber auch wie so ein eigentlich typischer Sneak-Film. Deswegen sind wir da einfach mal jetzt freudig gespannt. Wir haben ihn ja alle drei noch nicht gesehen, deswegen können wir noch nicht so arg viel zu sagen, aber nächste Woche werden wir auf jeden Fall darüber reden. Und das ist also unsere Empfehlung für die Heimsneak, wenn man schon nicht ins Kino darf. Bon Voyage, ein Franzose in Korea. Man kann ja dazu sagen, bei Kino on Demand haben wir vorhin gerade festgestellt, dass unsere Rezensionsdiscs, die wir so hatten in der letzten Zeit, Code Ava und der andere hier. Postcard Killings, genau, die sind da auch verfügbar. Also wenn ihr euch nicht unbedingt die Disc jetzt kaufen wollt, aber das im Stream mal schauen wollt und damit euer regionales Kino unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch dort tun. Ne? Falls ihr gesagt habt, das war ganz interessant oder so, dann macht das mal. So, jetzt kann ich mich hier ein bisschen zurücklehnen, weil jetzt sehe ich hier sehr, sehr viele Filme, die ich kann zwar überall ein bisschen Senf dazugeben, aber ich glaube, die Vorstellung überlasse ich mal anderen, so Heimkino.
Heimkino. Fangt ihr gleich mit dem großen Kracher am Anfang an? Oder? Natürlich fangen wir gleich mit dem großen Kracher an. Also ja. Ich muss dazu sagen, ich bin ja noch krank geschrieben, auf jeden Fall auch noch die nächste Woche. Das heißt, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft und mal gucken, weil ich dann auch wieder weniger Zeit habe, weil ich wieder arbeiten gehen darf. Aber man merkt vielleicht auch, ich habe mehr Luft zum Reden. Deswegen würde ich direkt mal anfangen mit dem absoluten Knaller, nämlich mit Cats. Oh mein Gott. Cats, das unglaublich erfolgreiche Musical, das es da mal gab, in einer Neuverfilmung aus dem Jahre 2019 mit unfassbar vielen Stars an Bord, also mit Idris Elba, mit wer spielt noch? Rebel Wilson, Jodie Dench, Jennifer Hudson, Jason Derulo, James Corden und was weiß ich was noch alles. Also ein McKellen und Taylor Swift spielt auch mit. Von denen wir ja unglaublich viele Songs schon auf der Liste haben. Hey. Warum auch immer. Und Cats, es geht, soweit ich es noch im Kopf habe, soweit ich es beurteilen kann, geht es um diesen Katzen, diese ausgesetzten Katzen und diese Straßenkatzen, die Jellicles. Und die müssen jedes Jahr entscheiden, wen sie da zu diesem Gesangswettbewerb oder zu sowas schicken, da um dann als neues Jellicle Life zurückzukommen. Ist völlig abstrus einfach, die Geschichte. Aber als Musical hat es wunderbar funktioniert. Als Film, der 1 Stunde 50 geht und als Comedy-Drama-Family-Film gilt, kann ich sagen, ja, ich habe 22 Minuten geschafft und habe dann ausgeschalten. Weil ich selten so eine absolute Kacke im Fernsehen oder im Kino gesehen habe, wie das war. Also das geht davon ab, dass diese Katzen komplett Banane animiert sind oder diese Menschen zu den Katzen komplett Banane animiert ist. Das wirkt alles so total bescheuert. Dann haben die teilweise Fell auf den Händen, in der nächsten Einstellung wieder nicht. Im nächsten Cut haben sie wieder und zwar die gleiche Figur. Also völlig inkonsequent, völlig geschlampert, völlig herz- und lieblos. Es ist einfach, für mich ist da jemand gekommen, hat gesagt, hey, wir haben richtig viel Geld und das hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke, weil wir haben richtig viele Leute, die da mitmachen, die da richtig Bock drauf haben und guck mal, was für einen Riesenhaufen Scheiße wir hier produziert haben. Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Nach 22 Minuten habe ich gesagt, ey, that's it. Da gucke ich lieber meinen Fußnägeln beim Wachsen zu. Das ist spannender und war musikalisch auch ansprechender wie das bei Cats jetzt. Ich fand es eine bodenlose Frechheit, so etwas zu produzieren mit so vielen Leuten, die da ihren guten Namen dafür hergeben, wie auch die Geschichte. Man hätte einfach vielleicht die Finger davon lassen sollen oder es einfach vernünftig. Tom Hooper, ey, überleg mal. Der hat hier King's Speech gemacht, Oscar gewonnen. Les Miserables, ja. Was ja auch ein Musical war. Eigentlich nicht schlecht. Ja, und Très Miserable hat er jetzt mit Cats gemacht. Also, wie kommt man denn auf so einen Fehlgriff da? Ey? Also, ich muss jetzt auch noch meinen Senf dazugeben. Ich bin voll auf dem Chris seiner Seite. Der Chris hat sogar 2 Minuten mehr geguckt als ich. Ich habe nach 20 Minuten ausgeschalten. Habt ihr das gestoppt oder was? Wie macht er sowas? Nee, ich habe halt einfach auf Stopp gedrückt und dann siehst du ja, wie weit du gekommen bist. Das ist krass, eine Zeitanzeige bei Sky. Wie lang geht der Vorspann? Keine Ahnung, nicht lang. 5 Minuten, relativ schnell. Okay. Also ich muss es sagen, ich habe damals in London das Musical gesehen. Ja? Und es ist ein wunderbares Musical. Es funktioniert. Es ist ganz, ganz toll gemacht. Es vermittelt richtig die Geschichte und das Musical an sich ist klasse. Ich würde es jederzeit wieder angucken. Der Film ist einfach nur Kacke. Ja? Ich verstehe, was ich an dem ganzen Film nicht verstehe, ist, man hat die Möglichkeit, okay, man sagt, man macht aus Cats einen Film. Grundsätzlich eine scheiß Idee, aber man macht's. Okay. Warum zum Teufel macht man dann nicht richtige animierte Katzen? Warum müssen diese Katzen aussehen wie Menschen mit einem Fellanzug? Warum macht man nicht richtige Katzen, animierte Katzen meinetwegen, und gibt denen die berühmten Synchronsprecherstimmen? Ja, dann lassen wir die halt synchronisieren, wie bei anderen Filmen. Ja, und warum gibt es in dem kompletten Film nicht einen normalen Dialog? Ja, also ich hab dann hinterher nochmal recherchiert, ob das die ganzen 20 Minuten und die Reste Film immer noch so weitergeht. Die haben nicht eine normale Unterhaltung. Sogar Unterhaltungen sind gesingsangelt. Ja, also
Die reden nicht, die singen. Die Melodien, die ganze Zeit. Weißt du, in Disney-Filmen oder in den ein oder anderen Musical-Filmen funktioniert es. Da kommt irgendein Einsatz und dann kommt Musik. Aber da haben wir zwischendrin eine Story, richtige Dialoge, von gescheiten Dialogen müssen wir nicht reden, aber mal richtige Dialoge, ja, und nicht permanentes irgendwie Glitzermusik im Hintergrund und du weißt genau, okay, es geht gleich wieder in den nächsten Song und dann hat der zu Ende, dann sagt einer was und dann geht der nächste Song los. Sind das wenigstens die Songs aus dem Musical? Die ja, ja teilweise. Okay. Also Jellicle Cats ist drin und ich habe dann auch mal noch weiter gelesen. Es ist auch der ganz berühmte Song drin. Memories. Ja, Memories. Diese kenne ich sogar als Banause. Hello Moon. Oh Gott. Ich verstehe eigentlich. Kam ich gar nicht. Und dann gibt es halt auch, ja, Memories kommt komplett am Schluss der Song. Einer der letzten Songs. Und was mich halt auch extrem gestört hat, das hatte Chris auch schon gesagt, war die Animation von dem Fell. Du konntest in der Szene sehen, sobald sich die Person bewegt hat, also die Hand zum Beispiel bewegt hat, hat sich auch der Grad des Fells, wie weit er an der Hand geht, verändert. Du konntest dazu gucken, wie das Fell vom Handgelenk vor auf die Hand bis zu den Fingern wanderte und in der gleichen Bewegung wieder zurück. So schlecht war das Animiers. So, und nochmal, warum müssen das Menschen in Fellkostümen sein? Es geht mir komplett aus dem Kopf raus. Das funktioniert doch nicht. Wenn ich doch die Möglichkeit habe. Machen die das nicht bei dem Musical auch so? Ja, natürlich. Sind das auch nicht Männchen in Fellkostümen, oder? Ja, natürlich. Aber in einem Musical hast du doch gar keine andere Wahl. Da kannst du kannst ja in einem Musical nicht komplett animieren. Das geht ja nicht. Sonst ist es ja kein Musical mehr. Hast du ja bei König der Löwen und so hast du das ja auch. Ich meine, die haben sich wahrscheinlich an dem Musical orientiert, weil das sind ja auch. Ja, aber warum denn? Das ist doch ein Film! Ja, bei Les Miserables haben sie es ja auch gemacht. Ja, aber Les Miserables ist ja auch ein Film mit Menschen. Ja, ja. So, hey, also ist auf jeden Fall geil. Es ist auf jeden Fall total Banane. Spoiler. Aber es geht doch um Katzen. Aber es ist eigentlich wirklich eine Frechheit. Also wenn man sieht, was heutzutage mit CGI möglich ist, wenn ich da die Marvel-Filme angucke, wenn ich da was angucke, auch die Disney-Realverfilmung, wenn ich mir das angucke, und dann gucke ich mir das an, das ist so wirklich so lieblos teilweise gemacht und so einfach unfassbar hässlich. Ist eine Beleidigung. Stupide. Ich finde es wirklich frech, sowas überhaupt zu veröffentlichen und sich auch noch dafür richtig so zu feiern, weil ich als Schauspieler hätte wahrscheinlich gesagt, alles klar, kann ich den Film irgendwie aus mir rausstreichen, aus meiner Vita oder sowas, weil machen ja welche sogar. Überhaupt gar nicht gut. Machen ja welche sogar. Es gibt sogar Schauspieler, die da mitgespielt haben, die sich jetzt im hinterher sogar lustig machen über den Film. Wahrscheinlich haben die, wo dann der erste Trailer kam, da ging das ja auch los mit dem Shitstorm. Es war halt dann nicht wie Sonic, wo sie gesagt haben, okay, wir machen das nochmal besser, sondern die haben ja dann schon ein bisschen was besser gemacht, aber wahrscheinlich haben sie es dann doch nicht mehr. Ja, aber es war ja auch der erste Film, der einen Patch bekommen hat, ne? Ja. Eben, weil sie ja im Nachhinein festgestellt haben, einen Film ins Kino gebracht und haben sie festgestellt, oh, manche von den Händen sind ja wirklich nicht richtig zu Ende animiert, die haben ja noch ihre Ringe an und was weiß ich was, die Schauspieler. Oh, das ist natürlich peinlich. Deswegen wurden ja tatsächlich Patches versendet an die Kinos, die man einspielen musste, um die Filmdatei zu bearbeiten. Also es ist unfassbar. Ich finde es wirklich eine absolute Frechheit. Deswegen habe ich jetzt auch hingeschrieben, Kate hat Punkte gegeben, ich habe hingeschrieben, ohne Wertung, weil ich nur 22 Minuten gesehen habe. Und weil es für mich eine absolute Frechheit ist, und ich sag's ganz ehrlich, ich habe ganz arg tierisch Angst davor, dass Hollywood jetzt denkt oder dass irgendein Regisseur oder irgendjemand denkt, hey, voll geile Idee eigentlich, Musicals weiter zu verfilmen, und sich dann jemand an Starlight Express traut. Und Starlight Express habe ich gesehen in Bochum und das ist so ein cooles, tolles Musical, aber das funktioniert nicht im Kino, weil du brauchst diese Dynamik, du brauchst diese Kostüme, du brauchst dieses live drin sein und nicht ich starr auf die Leinwand. Das wird ist das mit den singenden Eisenbahnen, ne? Das ist das mit den Loks, ja. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. There's an end and light of the tunnel. Und das ist so toll. Da ist so viel Dynamik drin. Also ich war da total geplättet danach. Wirklich mit das Beste an Musicals, was ich gesehen habe. Und ich habe einiges gesehen. Aber Cats ist so unverschämt, sowas überhaupt anzubieten. Und
sowas rauszubringen. Also für jeden, dass dieser Film völlig an den Kinokassen gefloppt ist, wundert mich überhaupt nicht. Also ich gebe selten eine auf keinen Fall schauen Warnung raus, aber in dem Fall, wer das schaut, der hat echt, ja, der hat, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun am Tag und möchte einfach nur noch was zum Kotzen haben. Ja, ich habe nur einmal kurz reingezappt und habe gedacht, ach, das ist dieser Cats-Film. War offensichtlich, weil waren lauter schlecht animierte Katzen zu sehen. Und dann fing ich gleich an mit Singen, dachte ich, okay, das war's dann auch schon, mehr muss ich hier nicht sehen. Ich bin ja nicht so der Musical. Ich habe nur einmal ein Musical gesehen, sogar im Theater, das fand ich richtig gut. Das war Sweeney Todd, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Oh, sehr geil. Ja. Und da war es noch so, das war so eine, das war jetzt noch nicht die, das lief noch nicht im regulären Programm, sondern wie nennt sich das, wenn das vorher mal, Generalprobe, da, die war irgendwie günstiger und da sind wir damals Sneak Preview. Da sind wir mit der Schulklasse rein und da gibt's so eine, da geht's um so einen Barbier, der ein bisschen irgendwie Leute umbringt, glaube ich, und ja. Dann hatten die, gibt's so eine Verfilmung mit Johnny Depp. Ja, und Helena Bonham Carter. Genau. Und da gibt es dann so eine Szene, da hat er diesen Barbierstuhl und schneidet da jemand mit einem Rasiermesser so die Kehle durch und da sollte irgendwie das Blut so ein bisschen spritzen. Da hatten die das aber irgendwie falsch eingestellt, deswegen Generalprobe. Da hat es richtig bis in die ersten Reihen gespritzt. Das fand ich cool. Also das ist ein Musical, was mir gefällt. Super. Ja. Achso, okay, ich hab jetzt hier reingekrätscht. Alles wie ist denn deine Wertung zu Cats hier? Also der Chris hat ja schon gesagt, ich habe Punkte vergeben, wobei keine ohne Wertung und 0 Punkte sind meinetwegen, das ist meiner Meinung nach fast das Gleiche. Ich gebe diesem Film 0 Punkte. Ich habe nur 20 Minuten davon gesehen und dann 0 Punkte zu vergeben, ist natürlich schon hart. Solltest du es mal komplett sichten und dann. Aber ich glaube, das wird nicht besser. Vielleicht wird es ja noch gut gegen Ende. 0 Punkte. Ah ja, ich glaube nicht. Also, dass ich mal einen Film abschalte, ist schon echt selten, weil wenn ich mir so einen Scheiß angucke, dann gucke ich ihn in der Regel auch zu Ende. Ja, um zu gucken, ob es noch besser wird. Aber Cats tat einfach nur weh. Habt ihr den Les Miserables gesehen hier von Tom Hooper? Ich habe einen Teil davon gesehen. Ja, weil da sagen manche, der Gesang soll irgendwie ein bisschen schräg gewesen sein da von denen, weil die haben irgendwie ja selber gesungen. Die, ja, aber das finde ich dann schon eher charmant. Also wenn jetzt zum Beispiel wie Hugh Jackman oder wie heißt sie, die damit spielt? Nicht Natalie Portman, die andere. Na, Russell Crowe ist mit dabei, Anne Hathaway, Amanda Seyfried. Anne Hathaway, genau. Und Sacha Baron Cohen. Und ich finde es schon gut, wenn man so einen Film macht, dass die dann auch selber singen. Mhm. Wenn es dann ein bisschen schief ist, okay, meinetwegen. Aber dann ist es wenigstens authentisch und ehrlich. Also das wäre doch scheiße, wenn Anne Hathaway da die Lippen bewegt und eigentlich jemand komplett anderes dazu singt. Das finde ich immer schade. Ja, aber, ja. Wer möchte denn jetzt weitermachen bei eurer reichhaltigen Liste hier? Ich würde ganz schnell mit Once Upon a Time in Hollywood weitermachen, weil genau, oder den hatten wir ja schon mal. Ich bin mal gespannt, warum du da sitzt. Wird es interessant. Ja, jetzt wird es sicher interessant. Also Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantinos Film mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und Margot Robbie. Und ich erinnere mich noch dran, der Erik hat den auch ziemlich zerrissen hier, weil er ihn ziemlich mies fand. Richtig. Wenn ich mich recht erinnere. Und es geht im Groben nochmal darum, dass Brad Pitt immer Auto fährt und Musik hört. Genau, es geht darum, dass Brad Pitt immer Auto fährt und Musik hört oder Leuten aufs Maul haut. Und Leonardo DiCaprio als Rick Dalton sein tristes Dasein als Schauspieler versucht irgendwie zu überleben und seine Karriere am Laufen zu halten. Welche Rolle jetzt Margot Robbie gespielt hat, erschließt sich mir überhaupt gar nicht, was das sollte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es insgesamt gut. Der Film ist 2 Stunden 41. Der ist ewig lang. Das mal auch vorneweg. Also der ist wirklich viel, viel, viel zu lang. Aber die beiden Geschichten, also die Hauptgeschichten von Brad Pitt und von Leonardo DiCaprio, ich fand die eigentlich relativ witzig, muss ich sagen. Das hat mich schon ein Stück weit abgeholt, weil das Allergeilste, ich habe mich wirklich immer gefreut, wenn Brad Pitt Auto fährt, weil das mit den Radiosendern und so, das klang für mich original nach GTA. Das stimmt, ja. Und das fand ich, das hat mich mega abgeholt. Also das da reinhocken, dann geht direkt das Radio los und dann, es war für mich voll das GTA-Feeling und dann steigt der Außenhaut Leuten aufs Maul. Das war noch viel mehr GTA-Feeling dann. Steigt aufs Dach und dreht an der Antenne rum. Ja, und er zieht auch noch sein Hemd aus. Ja, natürlich, und schreibt dann an der Antenne rum. Also
wie gesagt, von der Handlung her ziemlich Banane. Der Strang mit Margot Robbie fand ich völlig überflüssig. Ich glaube, den hättest du echt sparen können. Das große Finale dann hinten raus fand ich eigentlich auch ganz witzig. Mit, okay, jetzt hier nochmal die Mansons oder was weiß ich was. An sich eigentlich eine Aneinanderstückelung von Szenen, die, wenn man sie einzeln sieht, vielleicht man nicht denkt, dass sie wirklich zueinander gehören in dem Film. Aber trotzdem, es hat mich unterhalten. Also ich habe ihn auf 3 Mal angeschaut. Ich musste immer wieder unterbrechen. Das war vielleicht auch mein Vorteil. Aber also die Szene mit Leonardo DiCaprio, mit seiner Schauspielkarriere und allem, was da war, wenn die Kamera läuft, alles ganz cool tatsächlich, und dass man richtig schauspielern kann. Kamera aus, am Stottern und was weiß ich was. Das fand ich sehr cool. Und wie gesagt, Brad Pitt fand ich mega cool einfach, weil unfassbares GTA-Feeling. Und deswegen gebe ich dem Film tatsächlich 7 von 10 Punkten, weil ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ah, wahrscheinlich hat es bei dir genau den Nerv getroffen, den es bei mir nicht erwischt hat. Ich muss auch sozusagen, ich habe das ja damals in der Oscar-Vorbereitung geschaut. Und ich habe halt wirklich viele sehr, 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 sehr gute Filme geschaut, die wirklich eine dichte Story hatten. Und dann kam halt plötzlich der. Und dann siehst du Brad Pitt die ganze Zeit nur im Auto rumfahren, Musik hören, irgendwelche Antennen drehen, dann irgendwelche völlig, also für mich jetzt in dem Moment, ja, ich habe verstanden, warum die Szene mit Bruce Lee da drin war, ja, aber ja, das war so ein Blödsinn dann, wie es, ja, und das mit Sharon Tate am Schluss noch und, ich gebe dir einen Tipp, Erik, ich gebe dir den absoluten Tipp, schau dir 20 Minuten Cats an und dann guckst du nochmal, wo uns ja, okay, ja, aber im Vergleich zu den anderen Oscar-nominierten Film des Jahres hat er halt einfach abgekackt. Ne? Also der, ja, natürlich. Er war gut gedreht, wie es halt immer bei Tarantino ist, aber irgendwie hat er so ein bisschen sein Mojo ein bisschen verloren, finde ich, Tarantino. Also während hat er schon bei dem vorhergehenden Film, wo die ganze Zeit nur in dieser Hütte saßen und gelabert haben, den fand ich auch schon, naja, also der letzte gute waren, glaube ich, vorher dann so die Inglourious Basterds und sowas, ne? Also die Django Unchained, ja. Das war noch richtig gut. Also da war auch in diesen Dialogen noch viel mehr Brisanz drin, ja. Und wenn du guckst jetzt, also zum Beispiel bei Django, es ist jetzt immer noch Meme-Potenzial, ne? Mit DiCaprio und aber was hat das für ein Potenzial hier von Hollywood hier, von dem Film? Nichts, hat nichts hinterlassen, der Film. Also jeder, der eine geschaut hat, ja, ist genauso wie damals The Artist. War ein toller Film, hat einen Oscar gewonnen, aber redet kein Mensch mehr drüber. Habe ich prophezeit. Ja. Hast du einmal gesehen? Ja. Nett. Ich habe ihn nicht immer gesehen. Niedlicher Hund, cool gemacht als Stummfilm. Mal ein interessantes Experiment, aber gut, finde ich. Niedlicher Hund finde ich gut. der Hund war echt süß an dem Film. Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Ach, den habt ihr sogar beide geguckt. Na dann. Ja, wir haben noch einen Film geguckt, der heißt Underwater. Ist das nicht mit der aus Twilight hier? Ja, okay. Es ist ein Film mit Kirsten Stewart, den ich eigentlich normalerweise nie angeguckt hätte, weil ich Kirsten Stewart extrem verachte. Allerdings, wir wollten gerade los Gassi gehen, da fing der Film an. Und dann habe ich so die ersten 5 Minuten gesehen und dachte so, ach, eigentlich sieht es gar nicht so scheiße aus. Muss ich nachher mal angucken. Und als wir dann wieder da waren oder einen Tag später, haben wir dann gesagt, wir gucken den jetzt an. Es geht um eine Unterwasser-Bohrstation, Ölbohrstation oder sowas. Und die gute Kirsten Stewart arbeitet dort. Ist da irgendeine Ingenieurin, technische Ingenieurin, keine Ahnung, was die da genau macht. Die kennt sich auf jeden Fall mit der ganzen Technik aus und weiß, wie die ganze Station und so funktioniert. Und der Film steigt auch direkt ein, also kein ewig langes Vorgeplänkel, es geht direkt los. Irgendwas passiert, knallt gegen die Anlage, was weiß ich. Auf jeden Fall haben sie einen Wassereinbruch in einem bestimmten Bereich und dadurch, dass sie ja mehrere Meter unter Wasser sind, gibt es dann halt Druckverlust und somit müssen die ganz schnell diesen Bereich räumen und die Schotten dicht machen, weil der gleich zerdrückt wird, dieser Bereich, und halt dann auch unter Wasser steht. Sie rettet sich dann mit ein paar anderen aus ihrer Crew, wo dann relativ schnell feststeht, dass auch sehr, sehr viele es nicht geschafft haben. Und es bleibt nicht bei diesem einen Bereich, der kaputt geht. Das breitet sich dann auf die ganze Station aus, denn irgendwas
greift von außen ein oder an. Und sie müssen dann versuchen... Weil es ist erwacht. Station, ja, es ist erwacht. Und sie versuchen dann die Station zu verlassen. Hai-Alarm. Nein, es ist tatsächlich kein Hai. Das kann ich schon mal sagen. Es ist kein Hai. Es ist halt irgendwas im Meer, was sie da... Die sind halt auf irgendwas gestoßen. Die bohren im Marianengraben. Das habe ich mir gemerkt. Oh, the Pacific Rim, ja. Und da ist halt irgendwas, haben sie zu tief gebohrt oder irgendwas angebohrt oder irgendeine Schicht angebohrt, so wie bei Mac. Und dann ist da halt was erwacht. Und sie versuchen dann da rauszukommen. Das Problem ist aber, dass die Station natürlich kaputt ist. Das heißt, die können jetzt nicht mit dem Notaufzug fahren und die meisten Rettungskapseln sind schon weg. Und dann wollen sie halt mit ihren Unterwasser-Space-Anzügen quasi, sehen aus wie so normale Space-Anzüge, nur halt für Unterwasser, die Station verlassen und dann zu einer anderen Station laufen auf dem Meeresgrund. Sozusagen Taucheranzüge. Ich finde, das klingt nach einem super Plan. Ich laufe auch immer, gehe auch immer da raus. Quasi wie bei Gravity, Monster, ne? Herkommt. Oder? Wo man dann von einer Station zur nächsten muss. Ja, quasi. was da jetzt unten, was da erwacht ist und so, erzähle ich natürlich nicht. Und ich sage ja auch nicht, wie das Ende ist. Aber ich fand den Film bis zum gewissen Punkt eigentlich echt gut. Ich fand auch Kirsten Stewart, wie gesagt, diesmal nicht ganz so cheesy. Aber der Film nimmt dann an einem gewissen Punkt eine Richtung ein, die mir nicht mehr gefallen hat. Wo ich gedacht habe, okay, jetzt übertreiben sie es aber. Und zwar ganz gewaltig. So, ich weiß nicht, wie der Chris es sieht. Ich fand den Film sehr, sehr durchschnittlich. Ich gebe ihm auch nur 5 Punkte, weil er einfach, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt ist er eigentlich echt nicht schlecht. Das ist so eine Mischung von, wie du schon sagst, wie von Weltraumfilm plus Alien plus, weiß ich nicht, 27 Meters Down, ja, oder 47 Meters Down, wie der heißt. Das ist halt, erinnert in manchen Zügen an andere Filme, geht aber dann an den Punkt so weit, dass ich sag, nö, jetzt ist doof. Chris? Ich bin, glaube ich, das zweite Mal eingeschlafen bei dem Film gerade. absoluter Quatsch. Also heißt Action, Horror, Sci-Fi, das Beste an dem Film ist, dass er 95 Minuten geht und dann relativ schnell rum ist. Warum sich Vincent Cassell für sowas hergegeben hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Drehbuch weist unfassbare Lücken und Logikfehler auf. Die Dialoge sind teilweise, wären am besten unter Wasser geblieben. Es ist echt... Kristen Stewart hat halt leider nur einen Gesichtsausdruck. Das ist ein bisschen anstrengend und ich kannte den Film nicht so. Ich konnte dem Film nicht so wirklich was abgewinnen. Also er erzeugt weder Horror noch irgendwelche Spannung, noch ist groß Action drin, bis auf ein paar dumme Sprüche oder ein paar Ha-ha-ha. Es ist teilweise so unfassbar vorhersehbar und dann auf der anderen Seite so unfassbar unlogisch wieder. Ich sag nur, schnell, macht alle Lampen aus. Und alle stehen auf dem Meeresgrund, komplett ohne Licht. Moment, ich mach meine Infrarotlampe an. Und dann, wupp, leuchtet sein ganzer Kopf. Und du denkst dir nur so, ja, ist klar. Oh, ich mach das auch. Wupp, da leuchten halt 2 Köpfe. Aber sie haben alle Lampen ausgemacht, damit sie im Ach, so ein Quatsch. Also, und wirklich, ich... Oh. Nein. Ich verstehe nicht, warum es nicht wirklich langsam nur... Oder warum es nur noch solche Filme gibt gerade, die so nichtssagend sind und so... Ja, leider auch nicht das Transportieren oder dieses Sci-Fi, Horror-Sci-Fi mit richtig transportieren können. Ich fand ihn einfach nur mäh und gebe ihm 3 von 10 Punkten. Kennt ihr den Film The Signal? Ja. Ja. Das ist ja derselbe Regisseur. Der William Eubank, der den gemacht hat. Also von daher hätte ich eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft, aber es klingt jetzt gerade nicht so. Wobei, ich glaube, dass dir würde er gefallen. Ja, mal schauen. Also Vincent Cassell, den mag ich ja wieder. Also der ist ja jetzt nicht mehr mit Monica Bellucci zusammen. Das habe ich ihm ja übel genommen. Eifersucht, oder? Das ist selbstverständlich.
Ja, also der läuft ja auf Sky. Ich habe da schon ein paar Mal irgendwie so reingezappt. Da war der aber schon irgendwie mitten eine Stunde vorbei oder so. Ich musste den mal aufnehmen und dann wollte ich den eigentlich mal gucken. Ist kein On-Demand. Nee, ich habe Sky Q nicht, weil ich habe hier einen eigenen Receiver. Ja, ja, aber ich kann es mir aufnehmen, kein Problem. Ja, ey, guck mal rein, weil ich glaube tatsächlich, dass es dir gefallen könnte. Ja, ich schau mal, kann ich ja beim nächsten Mal berichten. Mhm. Okay. Ich fürchte fast, dass er dir noch gefallen wird. Mhm. So, atemberaubend. Ich weiß nicht, als ich reingezappt habe, da war gerade irgendwie so... war gerade irgendwie so eine Szene, die war ziemlich Banane irgendwie, sonst irgendwie so, ja, aber wir müssen die Schotten schließen. Das ist jetzt fies, weil das ist ziemlich random bei diesem Film, das sind so viele Bananen. Wir müssen die Schotten schließen, dann schließen sie irgendwelche Schotten und so, wo irgendwie dann ist auf der anderen Seite aber noch jemand so, das habe ich tausendmal gesehen, solche Szenen, ich weiß nicht. Naja. Okay, hier steht noch einer auf der Liste. Den wollte ich auch noch gucken, das ist doch der, ne? Roland der Emmerich. Film. Ja, genau. Der dreht einen neuen Film, Roland, ne? Jetzt. Film. Schon wieder. Habt ihr gehört. Weltraumfilm. Und zwar keine Studioproduktion, sondern komplett eigenfinanziert, aber wird ein richtig fettes Ding. Also was man bis jetzt hört, das schwäbische Spielberg dreht einen neuen Weltraumfilm. Könnte gut werden, sag ich mal. Also ich habe auf Sky noch gesehen, Midway für die Freiheit, und ich habe Kate mehr oder weniger mit reingezogen. Die hat dann einfach mitgeguckt. Es ist der Film von Regisseur Roland Emmerich mit Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Dennis Quaid, Aaron Eckhart, also ganz arg viele bekannte Gesichter und auch wirklich gute Schauspieler dabei. Und es geht um die Schlacht um Midway. Erzählt aus Sicht der Seeleute und der Piloten, die da gekämpft haben. Also es ist für alle, die das nicht so ganz wissen, das geht los, nachdem die Japaner Pearl Harbor bombardiert haben, wie die Amerikaner dann überlegen, wie sie zurückschlagen können und was man machen kann und wie und was und überhaupt. Und das hat dem ganzen Kriegsgedöns damals auch eine ziemliche Wendung da noch gegeben. Und ja, es ist sehr episch erzählt. Also es geht halt wirklich darum, es wird teilweise schön ins Detail gegangen, aber finde ich nicht zu viel. Auch nicht dieses Familiengedrösel und Liebesgedüsel außenrum wird zwar erwähnt, aber jetzt nicht so episch ausgedappt. Ich meine, bei 2 Stunden 18 ist eh schon genug Zeit drin. Es wird sehr, sehr viel Augenmerk dann auch auf diese Flugzeuge und auf diese Landungen auf den Flugzeugträgern gelegt, was super gut. Wer atmet denn da so schwer? Ich. Oh Gott. Wird darauf sehr, sehr viel Augenmerk auch gelegt, und das fand ich eigentlich ganz cool. Also es sind sehr, sehr coole Szenen dabei, sehr starke Szenen auch, und ja, es klingt jetzt echt doof, aber man hängt irgendwann tatsächlich mit drin und fiebert so ein Stück weit mit. Und wenn man gerade so auf so Kriegsfilmchen steht und auch so auf Flugzeugträger, auf so Schiff, auf ein bisschen Unterseeboot ist auch dabei und alles, wenn man das cool findet und sowas gerne sieht, dann ist man da auf jeden Fall richtig. Arg viel gibt es halt nicht zu erzählen. Ich meine, wer die Geschichte von Midway kennt, der weiß, wie es ausgeht. Ohne jetzt groß zu spoilern, wer es nicht weiß, der sollte vielleicht ein bisschen historisch nachholen. Dafür dient der Film, glaube ich, ganz gut als Geschichtsstunde. Ist natürlich jetzt nicht so hier komplett detailgetreu und ob es wirklich so war und blablabla. Trotzdem, ich fand es eine ganz coole, runde Sache eigentlich, die mich auch relativ gut unterhalten hat, weil ich dann doch dran geblieben bin. Und bei 2 Stunden 18 ist das eine Nummer. 2 Stunden 18, ja, ich sag ja, das ist eine Nummer. Und deswegen, von dem her mal nochmal, also kann ich es empfehlen, sich da mal reinzuschauen. Midway für die Freiheit, ich habe ihm 6,5 gegeben. Hm. Wie sieht's, Kate? Ja, nicht ganz so euphorisch wie du. Mir war er viel zu lang. Ach so, denn. Mir war er viel zu lang und ich bin ein bisschen enttäuscht davon gewesen. Zudem muss ich sagen, ich bin zwischendrin eingeschlafen. Ich finde, solche Filme müssen erzählt werden. Also solche Ereignisse müssen erzählt werden. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ich bin halt kein Fan von Kriegsfilmen. Ich mag Kriegsfilme einfach nicht. Das ist wie Western. Das ist nicht so meine Welt. Western. Ja, es muss wenn dann ein guter Western sein, so wie A Million Ways to Die in the West oder so. Das ist kein guter Western. Oh doch.
Also du weißt, was ich meine, ja. Ganz, ganzes Genre beleidigt auf einen. Fand ich großartig. Also ich bin einfach kein Freund von Kriegsfilmen. Ich bin aber grundsätzlich dafür, dass man Geschichten erzählt, die auch wichtig sind für die Geschichte. Aber mir war der Film einfach zu lang. Und ich fand, was mich ganz krass irritiert hat, was aber natürlich wahrscheinlich genauso war, du hattest in der einen Szene, also das ist eine Kriegsszene, da sind die gerade fast draufgegangen. Und in der nächsten Szene sind sie bei einem Bankett schick angezogen mit ihren Ehefrauen und lachen und quatschen vor sich hin, als ob es den Krieg, in dem sie gerade kämpfen, gar nicht mehr gäbe. Ja, das ist halt dieser Wechsel von mitten im Geschehen zu Alltag war in dem Film ziemlich gut dargestellt und das hat mich ein bisschen erschreckt. Ich gebe ihm auch 5 Punkte, weil, wie gesagt, ich habe auch einen Teil verschlafen. Ah, ich werde, glaube ich, trotzdem nochmal reinschauen. Ich kann es empfehlen, Erik, auf jeden Fall. Du machst nichts falsch. Also, der tut nicht weh, der Film, der ist. Er ist halt Roland Emmerich, das ist halt cool gedreht auch. Deswegen. Bittgewaltig, kann man gar mal keine machen. Frage. Gut besetzt, gut geschauspielert, tolle Kulisse, also wirklich solider Film, auch optisch, ja. Aber er hätte halt kürzer sein können. Okay. Ja, wenn wir jetzt einmal Roland Emmerich hatten, ich habe jetzt noch ein paar Infos zu diesem neuen Film, den er macht, inzwischen rausgefunden. Der heißt Moonfall. Und es ist ein, wie gesagt, selbstfinanzierter, also ein Independent-Film, steckt kein Studio dahinter. 150 Millionen ist das Budget, was er da zusammengekratzt hat, Roland Emmerich. Lionsgate wird ihn distributieren, den Film. Und mitspielen tun unter anderem Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Stanley Tucci, John Bradley, Donald Sutherland und so weiter. Geht darum, dass der Mond von einem großen Asteroiden getroffen wird und damit aus seiner Umlaufbahn geworfen wird und bewegt sich Richtung Erde. Der Mond. Und dann wird ein kleines Team wird zusammengestellt, so ähnlich wie bei Armageddon wahrscheinlich, die dann da hin sollen auf dem Mond. Aber viel mehr weiß man noch nicht, was die da tun sollen oder irgendwas. Das klingt aber echt gut. Ja, ja, klingt spannend. Also Roland Emmerich, das ist immer eine Kinokarte wert. Ich hoffe, der wird ihn auch ins Kino bringen dann. Die Dreharbeiten, die haben ja erst im Oktober 2020 jetzt begonnen, also quasi letzten Monat in Montreal in Kanada. Ist ein bisschen günstiger, Filme zu produzieren als in den USA. Und bin ich echt gespannt. Also wenn das, also Roland Emmerich, der hat bei mir noch so viel Credit für seine geilen Filme hier, Independence Day und wie sie, Eins, dieser, nicht Teil 2. Die Eins. Und das muss man dazu sagen. Bei der heutigen Generation muss man das so zusagen. Jo. Bin ich gespannt. So, die Kinocharts und Top 5 und sonst was, Vorschau können wir jetzt eigentlich vergessen. Aber die Top 5 gibt's ja noch. Ja, von letzter Woche. Na von gut, der Woche. Hast du auch wieder recht. Dann. Kinocharts und Neustarts. Ja, ich sehe gerade hier, wir haben neue Nummer 1. Platz 5 ist ja. Drachenreiter. Platz 4 ist Der geheime Garten. Müsste eigentlich was für die Kate sein, ne? Die Macher von Harry Potter und Paddington präsentieren, ein verwunschenes. Jim Knopf und die Wilde 13, Platz 3. Platz 2, Tenet. Und wir haben eine neue Nummer 1, Greenland. Den würde ich ja eigentlich echt gern sehen, den hätte ich so gern gesehen. Heute 20.30 Uhr noch den Chance, 18 und 20.30 Uhr in Gloria. Ja, ich gehe aber heute nicht mehr ins Kino. Siehst du, da geht's los. Erst so, ja, ich gehe rein, und nee, dann doch. okay. Beim Blu-ray-Neustarts endet das bei mir irgendwie bei Oktober. Hier hast du was Aktuelles? Ja, bei mir auch. Das ist irgendwie seltsam. Obwohl Blu-ray. Ja, gibt's halt im November also, keine Blu-rays. Nee, Blu-ray-Kauf steht hier oben was mit 27.11. Ich weiß nicht, nee, ist irgendwie ein bisschen diffus hier. Undine kommt am 19.11., aber. Ah, ich weiß nicht. Ja, bei DVDs kommt auch nichts, also seltsam. Die Liste taugt hier nichts. Vielleicht ist es jetzt dieser Gap von den Sachen, die nicht ins Kino gekommen sind. Also hier wäre dann ab 5.11. Cody, wie ein Hund die Welt verändert und die Wolfgang. Okay. Ja. Puh, wer weiß. Die Wolfgang. Dann lieber weiter mit den Serien. Serien.
Ich hab was drinstehen. Ihr habt die erste Folge geguckt von Mandalorian, zweite Staffel. Ja, du noch nicht, oder was? Selbstverständlich habe ich das geguckt. Die war schon gestern, nice. Gestern habe ich es geguckt. Oh. Wir haben es gleich Freitag früh gleich gecheckt, im Bett liegen. Ist sie schon online? Ist sie schon online? Und dann direkt zum Frühstück. Habt ihr mal YouPorn geschlossen und dann... Ja. Das, okay. Ja, ich habe ja Pornhub Premium, deswegen so. Brauche ich kein YouPorn. Gibt's das wieder günstiger eigentlich jetzt mit Lockdown? Muss mal gucken, ne? Das müsstest du doch eigentlich wissen. Ja, ich weiß von nichts, siehst du. Die erste Folge der zweiten Staffel. Warte mal ganz kurz. Müssen wir da die Leute warnen, die es noch gar nicht gesehen haben, irgendwie die erste Staffel vielleicht oder so? Oder was, über was reden wir? Also, wer die erste Staffel nicht gesehen hat, der hat Pech. Ja. Ganz genau. Also der tut mir echt leid. Ja gut, das haben ja nicht alle Disney Plus. Dann habt ihr was verpasst, meine Süßen. Ja, das ist richtig, aber es geht ja auch nicht jeder ins Kino, deswegen besprechen wir das ja. Ganz ehrlich, ich war mega gehypt nach der ersten Staffel, die ich nach dem Krankenhaus nochmal durchgeschaut habe und fand das einfach so geil, auch in Vorbereitung jetzt drauf. Mhm. Und ich war einfach so gehypt. Ich war dann, als ich zu Hause war, habe ich sogar die Making-ofs jetzt schon angefangen anzugucken, weil es einfach so toll ist, auch was da drumherum einfach gemacht wurde. Und ich war wirklich so gehypt vor der ersten Folge der zweiten Staffel und ich wurde so überhaupt nicht enttäuscht. Das ist so hart und so ungewohnt. Weil es ist direkt auf die Fresse, es ist total geil, es ist wunderbar, herrlich weitererzählt, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Oh, ich habe es gefeiert vom ersten bis zum letzten Moment. Ja, vielleicht wollen wir es kurz noch sagen, worum es da eigentlich geht. Also in der zweiten Staffel begibt sich unser Kopfgeldjäger nach Tatooine, weil er da einen Hinweis bekommt, dass dort ein anderer Kopfgeldjäger, ein anderer Mandalorianer sein soll, der ihm dann wohl weiterhelfen kann, weil er hat ja immer noch das Baby Yoda an der Backe. Und, das Kind. Ja. The Child, ja. Nicht Baby Yoda. Aber wenn ich Baby Yoda sage, weiß jeder, was gemeint ist. Yeah. Und er begibt sich dann dorthin auf dieses Bergarbeiter, ehemaliges Bergarbeiterdorf. Und jetzt, Kate, du sagst, dir gefallen keine Western. Ey, als die Szene. Das ist kein Western, das ist als die Tatooine, Szene begonnen das ist kein Western. Hat. Das war von Anfang bis Ende war das Western. Es kommt dieser Fremde in die Stadt. Du hörst sogar, wenn er von seinem Pferd, in Klammern von seinem Speeder absteigt, hörst du sogar die Dinger hier hinten am Stiefel dran, was die wie heißt das, wo sie die Pferde die Sporen. Da. Die Sporen. Hörst du sogar. Ching. Ching, wenn er zu dieser Kneipe, wir haben das zu zweit geguckt, ich habe auch gesagt, der läuft jetzt bestimmt in den Saloon des Ortes rein, ja, und er läuft rein in die Kneipe. Du kannst doch wohl nicht sagen, dass diese ganze Western-Atmosphäre, dass dir das nicht gefällt. Das ist ja. Es ist ja auch nur angehaucht, es ist gar kein Western. Also angehaucht, das ist ein Western, der halt zufälligerweise im Weltraum spielt. Es geht um den einen Fremden, der in die Städte geht und den Leuten irgendwas hilft. Und der Rest dieser ganzen ersten Folge war nichts anderes als die Geschichte von hier die glorreichen Sieben, wo nämlich hier die Sieben, hier sind es nur zwei, wo die eine ganze Bevölkerung hier quasi erstmal lernen müssen zu kämpfen und wie sie dann quasi gegen den gemeinsamen Feind vorgehen. Das ist, also mehr Western geht gar nicht. Also mehr Western habe ich lange nicht gesehen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich alle Western scheiße finde. So, um das mal nochmal klarzustellen, ja? Hätte bloß noch gefehlt, dass da so ein Ballen von so Stroh dann so rüber weht. Ja. Das hast du aber auch nicht nur in den Western, das hast du auch in Arizona. So. Ja. Jedenfalls haben die da so ein Sandwurm da, wie so ein Tremor da im Land der Raketenwürmer, der bedroht dann halt die Bevölkerung in der Stadt und der... Ja, der Marshal der Stadt, die Folge heißt ja auch der Marshal, der diese Rüstung trägt des anderen Mandalorianers, der macht einen Deal mit unserem Mandalorianer, dass er ihm helfen soll bei dem Besiegen dieses Sandwurms. Wie hieß der? Boca? Nee, wie haben sie es genannt? Nee, das waren die Viecher, ne? Ja, doch. Der, ach ja. Gott, ich such's der Drache, raus, ja. Irgendwie haben sie gesagt, der Drache oder so immer. Ja, es ist ein Kate-Drachen. Was, ein Kate-Drachen? Danke. Ein Crate, also K-R-A-Y-T, extrem cool, Crate-Drache.
Ich habe ja vorher gar nichts irgendwie geschaut gehabt, keinen Trailer, diesmal fast so ein bisschen wie der Fabi, irgendwie gar nichts. Nicht, weil ich es nicht, nicht weil ich es vermeiden wollte, sondern irgendwie habe ich es nicht so richtig mitgekriegt da irgendwie. So ein, ist irgendwie. Und es hat mich auch so voll. Also auch John Favreau hat ja auch die Folge gedreht, den man ja kennt. Gedreht, geschrieben und produziert. Ja. Wahnsinn. Echt gut, ey. Also ich kann zu dieser einen Folge nur eine Sache sagen. Ich verneige mich. Ich verneige mich vor Jon Favreau. Dieser Mann ist einfach der Wahnsinn. Ja. Ich habe gesagt, ich sage nur die eine Sache. Ja, gut. Chris, du wolltest schon was sagen. Denkt, ja, man muss einfach mal dran denken. Diese Rüstung von dem Mandalorianer. Die da getragen wird. Das darfst du nicht sagen. Darf ich nicht sagen, okay. Nein. Schade. Nein, das darfst du nicht sagen. Aber die kommt bekannt vor, sagen wir so. Die kommt bekannt vor. Ja, die kommt einem bekannt vor, aber das darf man nicht sagen, weil das ist ein Spoiler. Okay. Ja. Dann bin ich oder ruhig. Erik, bist du der Meinung, dass man das sagen kann? Im Podcast? Nö, sollte man vielleicht dann noch offen lassen. Okay, sagen wir nicht. Sagen. Ist okay. War auf jeden Fall schön, Timothy Olyphant da zu sehen. Ja. Als Marshall. Und hat mich ein bisschen überrascht, weil da gab es ja, dass man ihn dann so sieht, ne? Weil man dachte ja, okay, wie wollen die jetzt eigentlich trinken in dieser Bar? Und dann wups, okay. Das Schöne ist, dass man bei unserem Mandalorianer irgendwie, man kriegt sämtliche Gefühlsregungen mit, obwohl man ja eigentlich seine Mimik überhaupt nicht sieht, ne? Das ist irgendwie krass. Brauchst du gar nicht. Das ist so gut einfach. Das ist echt wahnsinnig gut gemacht. Wahnsinnig gut gemacht. Und die letzte Szene war ja auch nochmal der Hammer, wo man dann was gesehen hat, da so ein bisschen so einen kleinen Hinweis und so weiter. Und man weiß ja, was da sich befindet und ja, macht sehr, sehr viel Lust auf nächste Folgen. Und ja. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass sich das Bildformat manchmal geändert hat? Ja. Ich glaub, weil die haben dann immer, wenn es, Achtung, bei einem Western hat man typischerweise das Bildformat 2,35:1. Das nennt sich CinemaScope, super Breitbild. Und jedes Mal, wenn dann die super Breitwandaufnahmen sind, wie im Western, wenn dann jemand in Sonnenuntergang reitet oder so, dann wurde das auf dieses Bildformat umgestellt. Ja. Fand ich extrem cool. Dachte ich erst, beim ersten Mal dachte ich, irgendwas ist jetzt anders. Irgendwas ist gerade anders. Und dann ist mir eingefallen, die schwarzen Balken sind nicht mehr da. Ah, okay. Herrlich. Also ich freue mich sehr auf die weiteren Folgen. Wann kommt da immer die neue? Jeden Freitag, Freitag. Oder? Freitag. Ja, kann ich es dann immer am Wochenende gucken dann. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Tolle Folge. Also ich würde mir fast auch wünschen, dass da vielleicht auch mal ein Kinofilm draus entsteht, so als Spin-off. Wir haben ja nun schon einige Kinofilme gesehen im Rahmen dieses ganzen Star Wars Kanons, hier Rogue One und so weiter. Und hier den Han Solo-Film, ne? Ich würde mir fast wünschen, dass es auch von dem Mandalorianer irgendwie so eine schöne Geschichte gibt oder so. Gibt bestimmt auch einiges her. Also bevor der Baby Yoda findet. Also vor der Serie. Das Kind. Ja. Okay, ich habe auch noch eine Serie geschaut. Die heißt Truth Seekers. Da sind die zwei Typen dabei von Shaun of the Dead. Und die gibt es bei Amazon Prime gerade zum Gucken. Und das hat es bei mir irgendwie reingespült, weil das irgendwie ganz oben stand. So, hey, das könnte Ihnen gefallen oder so. Wie es halt manchmal so ist. Und Nick Frost, Simon Pegg sind halt die Masterminds dahinter. Malcolm McDowell spielt auch mit. Und der Simon Pegg hat aber hier eher so eine untergeordnete Rolle. Er spielt eher so einen Firmenboss, der immer Nick Frost und irgendwie seinen neuen Angestellten, gespielt von Samson Kayo, der heißt im Film Elton John. Was auch Wortwitz führt, so, ja. So nach dem Motto, ja, ich habe dich gegoogelt, aber ich finde nur einen anderen Elton John und nicht dich. Und so. Und die zwei, also Nick Frost und dieser Samson Kayo, der
die zwei sind quasi so Radio- und Fernsehtechniker, würde ich es mal sagen. Die fahren dann immer hin, wenn bei irgendjemandem das Internet nicht mehr geht und reparieren das dann. Und Nick Frost hat aber noch eine Passion, und zwar ist er auch Geisterjäger. Und er beschäftigt sich mit übernatürlichen Phänomenen, saugt sich da immer irgendwelche YouTube-Videos drüber, und da gibt es auch so diverse Preise, die dann verliehen werden an irgendwelche übernatürlichen Phänomene, wenn die entdeckt werden von Leuten, und da kriegen die Leute dann Preise dafür, und das will er unbedingt mal gewinnen, so ein Ding, und das wäre sein größtes Ding. Und Simon Pegg spielt den Firmenchef von dieser Radio- und Fernsehtechnikfirma, der die zwei immer zu irgendwelchen Einsätzen schickt, und auch total witzig, der hat dann so eine, siehst ihn, denkst, hat er irgendwie ganz andere Haare, ne? Ganz wilde Perücke und so. Und da gibt es dann auch so diverse Sprüche noch. Und ich fand es echt sehr, 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 sehr lustig. Ne? Da sind dann irgendwelche Häusern drin, wo dann irgendwelche Geister sind, und die zwei, wie die sich so anstellen. Eigentlich ist es so ein typischer Shaun of the Dead, also Simon Pegg, Nick Frost Film, aber Simon Pegg ist irgendwie nicht dabei, sondern der andere Typ, und der macht das, der bringt das Ganze nochmal auf eine ganz andere Richtung. Also es ist jetzt nicht so, wie man es kennt von diesen ganzen Cornetto-Trilogie-Filmen, sondern hat nochmal irgendwie eine ganz andere Richtung. Also ich würde es euch echt mal empfehlen, da mal reinzuschauen. Abgefahren, witziges Ding. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe irgendwie noch so ein, zwei Folgen übrig. Acht Episoden gibt es jetzt erstmal. Und Truth Seekers, das heißt das Ganze auf Amazon Prime, gibt es das zum Gucken. Sind auch so kurze 30-Minuten-Häppchen. Macht wahnsinnig viel Spaß. Habe ich voll Bock drauf. Möchte ich auf jeden Fall sehen. Nicht so meins. War das jetzt ironisch gemeint, oder hast du wirklich... Nee, habe ich ja? Wirklich voll okay, Bock okay. drauf. Also möchte ich wirklich sehen. Du bringst das manchmal so trocken rüber, da weiß man nicht, was... jetzt, boah, hat er wieder so einen Scheiß hier angeschleppt hier. Ja, toll. Toll, Erik. Das hast du sehr schön erzählt. Jetzt habe ich sehr, sehr viel Lust, diese Serie auch zu schauen und zu konsumieren. Mhm. Vielen Dank, lieber Erik. Okay. Also, Truth Seekers. Wer Akte X gemacht hat und wer die ganzen Cornetto-Filme und so mag, der sollte hier unbedingt mal reinschauen. Auf Amazon Prime. Dann, Rätsel, stimmt ja. Haha. Rätselecke. Also, ich hatte eigentlich ein gruseliges Rätsel vorbereitet, ein bisschen was mit gruseligen zu tun hat da. Aber weil ja leider Sean Connery jetzt das Zeitliche gesegnet hat, Sir Thomas ja. Sean Connery, habe ich ein Rätsel über Sean Connery. Und zwar, was hatte Sean Connery mit seinem Sohn Jason Connery beruflich gemeinsam? Wer fängt denn an? Ich weiß nicht mehr. Die Dame fängt an. Ja. Was hatten sie beruflich gemeinsam? Sie waren beide Schauspieler? Ja, das ist richtig, aber das ist... Komm, hey, richtige Lösung. Richtig. Mega Rätsel, Erik. Hammer. Nee, noch ein bisschen konkreter. Sie haben beide in Bond gespielt. Nein. Also der eine ja, der andere nicht. Hätte ja sein können. Das müsste, wie heißt er? Jason, ne? Jason Connery. Jason Connery. Haben Sie vielleicht in einem Film gespielt, quasi der Papa im Original und er in dem Remake? Nee. Aber ich glaube, es geht schon mal so in die richtige Richtung. Hat er nicht in dem Remake mitgespielt, der Sohn, sondern in einer Fortsetzung? Nee, auch nicht. Haben die beide in einer Serie mitgespielt? Nein. Zur gleichen Zeit? Nein. Es geht um einen Film. Ja und nein. Ein Film und eine Serie. Okay. Der Vater hat in einem Film mitgespielt und der Sohn dann in der dazu passenden, später kommenden Serie. Und sie haben die gleiche Rolle gespielt. Ich möchte gern die Rolle wissen. Sagen wir es so. Das ist schon mal richtig, also ich gebe dir ein Ja. Okay, aber wir müssen erstmal rausfinden, in welchem Film, welche Serie es geht, oder? Ja, es gibt keine James-Bond-Serie, also von daher. Okay.
Welcher Film ist später zu einer Serie geworden, wo beide Connerys mitgespielt haben? Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr Jason Connery schon mal gehört habt. Ich kenne den nur aus der Serie. Aber gut, die war auch ein bisschen vor eurer Zeit. Damals ist das eine lustige Serie? War ein bisschen lustig, ja. Und du glaubst nicht, dass ich die kenne? Die war ein bisschen, wie gesagt, vor eurer Zeit. Die lief damals. Soll ich denn dann da drauf kommen? Ja, es gibt bekannte Filme. Vor eurer Zeit finde ich schon spannend. Also, ja, ich sag mal, Ende der 80er lief die mal im ZDF. Jetzt muss ich überlegen. Was gab es früher? Es gab Prinzessin Fantaschiro. Nein. Es gab Fackeln im Sturm. Ich überlege, ich habe keine Frage formuliert. es gab Im Namen der Rose. Also ich wiederhole nochmal, es ist eine bekannte Filmfigur. Ja. Eine bekannte Filmfigur, die beide gespielt haben. Vielleicht hilft euch das jetzt ein bisschen weiter. Wenn ich jetzt und war die Serie denn auch aus den 80ern? Ich habe immer noch keine Frage gestellt. Ja, die Serie war aus den 80ern, ja. Sag mal, ich möchte jetzt mal eine Frage stellen hier. Ich überlege nur laut vor mich hin. Das ist total frech hier. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr merkt, was hier abgeht. Hier. Ich habe einen Denkprozess und der Erik weiß, okay, der löst es wahrscheinlich gleich, deswegen unterbricht er mich an einer Tour. Was? Aha, so sieht es nämlich aus. Ich gebe hier Hilfen, ich kann so lassen. okay, lass mich überlegen. Beides sind Engländer oder Schotten. Richtig. Schotten, das heißt, es wird wahrscheinlich eher in so eine Richtung was Britisches gehen. Fällt mir natürlich spontan Doctor Who ein, aber das kann, glaube ich, habe keine Assoziation von Sean Connery mit Doctor Who, deswegen würde ich das ausschließen. Ja, das hätte ich jetzt aber auch gedacht, Doctor Who. Gibt's denn noch Britisches? Was ist eine typische englische Robin Hood? Ja, richtig. Sie haben beide mal Robin Hood gespielt. Sean Connery im Film Robin and Marian mit Audrey Hepburn zusammen. Und Jason Connery hatte die TV-Serie Robin Hood. Ja, die Ende der 80er über mehrere Staffeln im ZDF lief, die gar nicht schlecht waren, die fand ich echt gut. So mit Bruder Tuck und so, habt ihr vielleicht doch gesehen irgendwie. Doch, das sagt mir schon was. Also ja. Jason Connery mit so langen blonden Haaren hat er. Ja. Genau. Also, Moment, ich ruf's gerade auf. Ja, aber ich glaube, ich kenne die Serie tatsächlich. Ja? Also. Ja, doch, ich bin gerade bei IMDb drauf und habe jetzt mal hier diesen Trailer dazu am Laufen. Mir kommt das bekannt vor. Also, ich bin ja 1980 geboren, also so arg viel älter, ja. Mein Freund, bist du nicht. Aber ob du da mit 8 Jahren eine Robin Hood-Serie geguckt hast oder so? Ey, wir waren sonntags immer bei meiner Oma zum Kaffee trinken, da hat man immer Fernseher angemacht. Aber man hat doch eher, ich kenne das auch noch damals aus der Schule. Ich war irgendwie. Doch, ich kenne die Serie. Ich war einer der wenigen, der die Serie geguckt hat. Die anderen haben eher so. Ja, du hast auch im Osten gewohnt. Nein, wir haben ja ARD und ZDF haben wir ja gehabt. Da hast du dann eher so Trio mit 4 Fäusten geguckt, was gleichzeitig auf dem ARD lief so. Und beim ZDF, da war dann halt so ein Colt für alle Fälle und solche Geschichten. Doch, natürlich. Oh mein Gott. Und die Serie, die hat irgendwie aus meiner Klasse nicht so viele geguckt gehabt. Also, das war nicht so beliebt, die Serie damals, ne? Was gab's da noch hier? Hart aber herzlich und sowas. Und das haben die alle immer geguckt. Ja, Hart aber herzlich, klar. Mhm. Also das ist mein Boss, ja, Jonathan Hart. Liebling, hast du dir wehgetan? Ich habe immer, wenn ich bei meiner Oma war, wir sind immer mittwochs zu Oma zum Mittagessen gegangen. Und dann haben wir gegessen und dann sind wir hoch ins Fernsehzimmer gegangen und haben Großstadtrevier geguckt. Ah, Gott. Ja, okay. Gab es ja auch. Ja. Ne? Wir haben eher die US-Sachen da. Ja, meine Oma konnte das nicht so. Ah. Die war total deutsch. Okay. Also, dann ist beim nächsten Mal der Kampf. Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Ja. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch. Das war eine coole Serie. Hart aber herzlich. Und Remington Steele darf man auch nicht vergessen. Ja, oh ja, das habe ich auch geguckt. Auch cool. Okay, aber ich hab's erraten. Sehr gut, ja. Also haben wir ein John Connery-Rätsel heute, so einen Tag nach seinem Todestag hier. Ja. Und möge er in Frieden ruhen. Wir haben übrigens heute noch ein anderes Jubiläum. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Ein anderes oder Jubiläum? Mhm. Heute vor 125 Jahren lief der erste Kinofilm. Ah. Oh. Von den Gebrüdern Lumière in Paris. Das weiß ich jetzt wieder nicht. Aber. Okay. Echt jetzt? Erster Kinofilm? Ja, 125 Jahre. Das war doch der mit der Lok, ne? Die da irgendwie so, wo alle Leute dann. Ach nee, das war das mit dem Pferd, ne? Ja, sehe ich gerade. Ja, okay. Mit diesem. Krass. Ne, der ja. Franzose erwickelte. Nee. Also, heute vor 125 Jahren hatte Kino seinen Geburtstag und die erste Filmvorstellung vor zahlendem Publikum. Am 1. November 1895 zeigten die ja, Brüder sowieso. 93, ey. Im Rahmen eines Varieté-Programms im Berliner Wintergarten, also nicht Paris, habe ich irgendwie falsch. Etwa 10 Minuten lange Veranstaltung war in Europa die erste, bei der Filme vor einem Zahlenpublikum auf eine Leinwand projiziert wurden. Also waren verschiedene Sequenzen. Humorsequenzen, Slapstick-Szenen. Mhm. Oh ja, hier, Wintergartenprogramm, da boxt jemand gegen ein Känguru. Aber, nee, Moment, hier steht. Laut Ulrich Schmidt, wer auch immer das ist, gilt die Filmvorführung der Brüder Lumière am 28. Dezember 1895 in Paris als Geburtsstunde des Films. Die Lumières empfanden nämlich die Filmtechnik, darunter den 35mm Cinematographen, der sowohl Aufnahme- als auch Kopier- als auch Wiedergabegerät war. Und damit konnte nämlich dann in einem richtigen Kino, das andere war halt nur in Berlin, das war in dem Stadtschloss, da haben sie das einfach so an die Wand geschmissen oder so, auf eine Leinwand. Hm. Naja, cool. Also, ja, erste cool. Kinovorführung in Berlin. Cool. Das wäre auch ein cooles Rätsel gewesen. Tja, schade, Chris. Ja, jetzt? Dass ich halt nicht dran war. Was hätte ich denn machen sollen? Nee, bis ja nächste Woche hättest du dann. Da musst du dir was einfallen lassen. Und, aber hallo, hey. So, wo ist denn jetzt hier mein schöner Jingle? Da. Music. Jedes Mal eine richtige Taste erwischt heute. Unfassbar eigentlich, ja. So, jetzt kommen wir zu unseren Musiktipps für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die ein bisschen mehr von uns haben möchten als nur dieses Geräte hier. Gibt es auch ein paar Musiktipps. Jeder von uns hat einen Song ausgesucht für die Sendung heute. Die packen wir auf unsere Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify. Achtung jetzt, der von der Kate wird ein bisschen explizit heute. Kate, was hast du? Ich habe Bilder im Kopf und zwar von Sido. Ah, hat sich nochmal umentschieden in letzter Sekunde. Ah, okay. Ich wollte eigentlich ein anderes nehmen. Irgendeine Bewandtnis hast du im Film gesehen oder mal gehört jetzt letzte Woche, oder? Nee. Okay. Nee. Einfach so. Hm? Ich mag den Song. Ist ein cooler Song einfach, ja. Ja. Mag den Song auch. Ja. Ich habe die neue Single von AC/DC, Shot in the Dark. Shot in the Dark. Naja, so ähnlich, ja. Oh Mann, Erik. Nee, nicht. Banause. Nicht Bon Jovi. Lösch dich. Haben die neues, ja? Echt? Machen die? Ja, jetzt ja, in der Zeit geben Album. Die ein neues. Ist ja nun schwierig, ja, denke ich mal, für die Künstler, weil die meisten Künstler verdienen ja eigentlich mit ihren Alben eigentlich gar kein Geld mehr, sondern nur noch über Konzerte. Ja. Naja. Aber Australien hat es ja im Griff, das Corona. Ja, da wurde halt knallhart durchgezogen, ne? In China ja auch. Da wurde halt einfach mal knallhart Lockdown, bis alle, die krank waren, gestorben sind und dann ist Ruhe. Ja, ich habe aus dem Sneak-Film von Neon Schwarz das Tonsteine Scherben Rio Reiser Remake Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Was ja auch bei, ich glaube, bei ANNA mitkommt, die Zeile, ne? Oder war es ANNA? Irgendein Song von Freundeskreis war es auf jeden Fall. Okay. Ah, ein was haben wir ja noch. Stimmt ja. Wir müssen ja noch das Gewinnspiel auslosen. Denn es gab ja ein Harry Potter Gewinnspiel. Wo ich hier eine schöne Lampe habe ich hier. Und noch ein paar andere Sachen. Und die Kate hatte ja das Rätsel gestellt gehabt. Die Frage. Die Frage war, in was würde sich ein Irrwicht in Professor Lupins Klassenzimmer für dich verwandeln und warum? Und wir haben ein paar sehr schöne Antworten bekommen. Ich muss noch kurz dazu sagen, was denn eigentlich ein Irrwicht ist, um kurz das aufzulösen. Ein Irrwicht verwandelt sich in deiner Gegenwart in das, wovor du am meisten Angst hast. So, und dann kannst du aber den Irrwicht besiegen, indem du dir vorstellst, der Irrwicht verwandelt sich in noch irgendwas Lustiges und dann fängst du quasi über ihn an zu lachen und das verträgt er nicht. Und dann löst er sich auf.
Also du kannst ihn quasi verscheuchen mit einem Zauberspruch, der heißt Ridiculous. Und ein Ridiculous. Und ein paar der Antworten haben das auch aufgegriffen, was mich sehr, sehr gefreut hat, weil das war die Intention dahinter. Ich würde hab gern wissen wollen, in was verwandelt er sich und in was würdet ihr ihn mit dem Zauberspruch Ridiculous verwandeln? Das war so ein bisschen eine Trickfrage auch. Bevor du den Sieger oder die Siegerin vorliest, kannst du ja mal sagen, was dir vielleicht noch so gefallen hat da von den Antworten. Von denen, die also es leider nicht geworden sind. Ja, es gab ein paar ganz tolle Antworten. Ich fand tatsächlich auch, möchte ich erwähnen, zum Beispiel gab es eine Antwort, eine relativ lange von einer Hörerin, die wir regelmäßig hören, die würde nämlich einen Hund, vor dem sie Angst hat, in ein Katzenkostüm verwandeln und ihn schnurrend ins Katzenkörbchen legen. Das fand ich eine sehr, sehr süße Antwort zum Beispiel. Es kamen auch ein paar andere Antworten, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die wussten, dass man vor einem Irrwicht Angst hat. Aber auch diese Antworten waren teilweise echt schön und hatten auch einen schönen Sinn hinter ihrer Antwort. Würde ich sagen, häufigste Antwort Spinnen und Schlangen. Also, ja, ganz genau. Ja. Also Spinnen waren ganz oft genannt und auch Schlangen. Ja, eine fand ich sehr, sehr schön, und zwar, es würde sich in das Format Comic Sans verwandeln, da er dieses Design als größten Albtraum ansieht. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Aber tatsächlich hat eine Dame gewonnen, beziehungsweise sie hat drei Antworten quasi geschrieben, wobei eine davon von ihrer Tochter war und sie quasi für die Tochter das geschrieben hat. Und die fand ich am kreativsten und am süßesten, weil ich mir das richtig bildlich vorstellen konnte. Und die Gewinnerantwort ist, für ihre Tochter würde sich das Wesen in eine Spinne verwandeln. Und dann würde sie Ridiculous aussprechen und die Spinne mit einer Rakete im Po zum Mond schießen. Ich fand das so süß, und auch das Ende von ihrer Antwort hat mich begeistert, weil das wiederum, da steht ein Harry Potter Fan dahinter, denn sie hat noch geschrieben, wir hoffen, die Antwort gefällt euch, wir schwören feierlich, dass wir uns als Tunichtgute richtig darüber freuen würden. Missetat begangen, und das fand ich einfach die perfekte Antwort, die mich, also ich sehe immer noch diese Spinne mit der Rakete im Po. Fand ich klasse. Deswegen ist unsere Gewinnerin die Altena R. Ah, ich habe es auch mal markiert, weil das ist die mit den ganz vielen Smileys hier, die Antwort, ne? Ja, und aber Emoticons. Ich fand es so süß für ihre. Deswegen, ich möchte okay. Sie das an die Tochter verschenken von der Altena. Altena, ist auch ein sehr schöner Name. Altena, du bekommst dann von mir eine E-Mail, wo ich dich dann um deine Adresse bitte. Das ist jetzt kein Stalking-Scheiß, sondern ich brauche dann, um dir das Zeug dann zuzuschicken. Und dann kriegt das noch rechtzeitig. Das sagt er jetzt nur so. Und ja, dann seid gespannt hier. Mal gucken, was wir demnächst noch so machen. Ja, wir haben ja noch im November, werden wir vielleicht nochmal irgendwie eine Aktion machen. Weil bevor dann im Dezember unser Adventskalender losgeht. Wo ich gar nicht weiß, weil wir waren ja kaum im Kino dann, weil so lange Zeit zu war. Ja, doch, findet sich schon ein bisschen was. Okay, dann vielen Dank an alle fürs Mitmachen hier. Da ist ja echt viel eingegangen. Ein paar sehr abgefahrene Antworten war dabei. Ich hoffe, da manche, die da doch so einige psychische Probleme vermuten lassen, die haben es mittlerweile im Griff oder so. oder sollten vielleicht doch mal mit jemand anders reden. Naja gut, hier geht es um die größten Ängste, die jemand hat, und manche lassen da hier doch schon ganz schön tief blicken hier, wo man dann wünscht, dass es den Leuten dann doch wieder gut geht oder dass sie vielleicht mal mit jemand drüber reden oder so. Okay. War ein nettes Rätsel hier. Jetzt habe ich bloß erstmal keine Harry Potter Sachen mehr, dann können wir erstmal kein Harry Potter Rätsel mehr machen. Aber irgendwie, selbst in der Preisekiste im Kino gibt es immer noch Harry Potter Sachen. Also irgendwie scheint das Merchandise so umfangreich zu sein, und es scheint so riesen Lager voll Harry Potter Merchandise irgendwo zu geben. Das ist auch einfach eine tolle Welt. Es gibt sogar bei Pandora eine Harry Potter Collection mit Anhängern fürs Armband und für Star Wars. Ich habe nämlich auch Star Wars Anhänger. Lego gibt's auch, Star Wars und Harry Potter.
Ja. Na guti, sind wir durch für heute. Vielen Dank an alle, die diese Sendung hier auf Patreon unterstützen und auch weiterhin, trotz des jetzt in einer schwierigen Zeit. Wir versuchen hier die Fahne hochzuhalten, über Filme zu sprechen und mal gucken, Serien natürlich auch und mal schauen, was wir alles noch so gucken können. Bleibt gesund alle, haltet euch an die Maßnahmen, dann haben wir das Ganze alles relativ schnell vorbei, hoffe ich mal, oder zumindest so lange verzögert, bis es dann eine Heilung oder einen Impfstoff gibt und dann können wir alle wieder schön ins Kino gehen und die schönen Kracher dann anschauen, wenn die dann kommen. Gehabt euch wohl, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. Bis bald im Kinocast.